jetzt haben wir eine agrarpolitische Rede, die vielleicht nochmal die Vision, die wir eben vermisst haben, sucht. Und wir holen die Frau mit der Rede hier mitten ins Getümmel, oder? Da ist sie, Elisabeth Friesen. Elisabeth, komm nach vorne. Das ist klasse. Du hast hier eine ganz, ganz großartige Kulisse, genau die richtigen Leute. Elisabeth Friesen steht jetzt hier. Die kommt aus einer coolen Stadt, nämlich Verden an der Aller. Und sie ist Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und wir fanden, es ist krass gut, jetzt von ihr ein bisschen was zu Agrarpolitik nochmal zu hören, weil heute der Tag ist, an dem die Frau Julia Klöckner über 70 Agrarministerinnen und Agrarminister aus der ganzen Welt hier in Berlin um sich schart. Und wir wissen, dass die noch lange nicht auf der richtigen Spur sind. Aber Elisabeth, um was muss es gehen? Leg los. Ja, bevor ich mit der Agrarpolitik loslege, möchte ich noch mal was zu unserem Bündnis sagen. In diesem Jahr sind wir Bäuerinnen und Bauern zum 10. Mal mit euch allen auf der Straße. Und unsere Trecker da hinten, auch meiner, steht inmitten einer bunten und lauten Menschenmenge. Das ist so toll. Also wenn man hier oben steht, das macht einem richtig Gänsehaut und Bauchkribbeln. Also wow, das ist bunt und laut. Danke. Ja. Also, das ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir als Bäuerinnen und Bauern gemeinsam mit euch, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft auf die Straße gehen für Klimaschutz, für Naturschutz, für Wasserschutz, für eine artgerechte Tierhaltung, für unsere Bauernhöfe und für gutes Leben auf dem Land. Und ich bin stolz und ich glaube, wir alle sind unheimlich stolz, Teil dieses Bündnisses zu sein. Jetzt hier auf der Bühne stehen, zum 10. Mal mit unserem Trecker nach Berlin gekommen, denn der Trecker ist das Symbol für bäuerlichen Widerstand. Wir Bäuerinnen und Bauern haben mit unseren Treckern schon Gentechnik-Importe blockiert, wir haben den Milchmarkt boykottiert und wir haben den Atomausstieg angeschoben. Politischen Umbruch machen. Das schaffen wir gemeinsam. Einen wichtigen Schritt zu diesem agrarpolitischen Umbruch haben wir schon geschafft. Und zwar ist Landwirtschaftspolitik mittlerweile Gesellschaftspolitik. Doch wie soll es jetzt weitergehen? Wie soll es weitergehen in einer Zeit, in der unser ganzer Berufsstand in Aufruhr ist? Ein Systemwandel ist offensichtlich überfällig. Das wichtigste politische Instrument, um die europäische Landwirtschaft zu steuern und auszurichten, gibt es bereits. Das ist die gemeinsame Agrarpolitik der EU, kurz die GAP. Und die GAP, die könnt ihr euch vorstellen wie so einen ganz großen Topf, wo wir alle Steuern immer einzahlen und wo dann das Geld genommen wird und an die Betriebe wieder ausgezahlt wird, an unsere Betriebe. Aber im Moment haben wir ein Problem, denn das Geld geht einfach pro Hektar raus. Das heißt, wer am meisten Fläche hat, bekommt auch am meisten Geld. Ganz egal, was auf diesen Hektaren passiert. Und das muss sich ganz dringend ändern. Steuergelder endlich im Sinne der Gesellschaft, also im Sinne von uns allen ausgeben. Wir sollten die Bundesregierung auffordern, endlich zu handeln und die GAP als wichtigstes Instrument zu nutzen, um unser Klima zu schützen und unsere Bauernhöfe zu erhalten. Wir brauchen eine starke europäische Agrarpolitik für klimaschonenden Ackerbau mit bunten, vielfältigen Fruchtfolgen, für sauberes Trinkwasser, für unsere Wunderwaffe, das Dauergrünland, das Arten und Klima schützt, für eine artgerechte Tierhaltung, für gesunde Lebensmittelerzeugung. Wir brauchen eine
europäische Agrarpolitik für unsere Bauernhöfe. Und wir brauchen einen Markt, auf dem BäuerInnen für Nahrungsmittel faire Preise bekommen. Unsere angeblichen Partner in der Wertschöpfungskette, nämlich Schlachtereien, Molkereien, der Landhandel, uns endlich kostendeckende Preise zahlen für unsere Produkte. Wir brauchen ein System, in dem sich alle Menschen gutes, gesundes Essen leisten können und in dem nicht auf Kosten anderer Profit gemacht wird. Also, wie geht's weiter mit uns, mit unserem Bündnis, mit unserer Demo? Es ist wichtig, dass heute ein Vertreter von Landschaft Verbindung bei uns war. Wo ist er? Danke dafür. Und wir miteinander reden. Wir dürfen es nicht so aussehen lassen, als wenn wir gegeneinander demonstrieren. Wir Bäuerinnen und Bauern dürfen nicht zur Verhandlungsmasse werden der Politik. Wir dürfen uns davon nicht zerreiben lassen. Stärke, unser Bündnis zwischen Bäuerinnen und Bauern und mit der Gesellschaft nutzen. Lasst es uns ausbauen. Lasst uns gemeinsam für den agrarpolitischen Umbruch arbeiten, für das Klima, für unsere Umwelt und für unsere Bauernhöfe. Danke, dass ihr alle dabei seid.